So, und wir spielen weiter. Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Ich bin Peruana und weiter geht's. In der Macro Zone, wo wir letztes Mal aufgehört haben, geht es nun weiter. Super, fängt ja gut an. Neuer Tag. Und ich spiele schon mal. Sehr, wow, sehr gewagt. Hier oben können wir lang gehen. Hier kommt uns eine Ameise entgegen. Oh, toll. Wir haben einen Stern bekommen. Einen Stern, den wir nicht weiter gebrauchen können, weil wir nicht weiterkommen und uns nicht genug Gegner entgegenkommen, die wir hätten töten können. Aber ich will noch mal kurz zurück, weil ich das Power-Up noch benötige. Um zumindest ein wenig groß zu sein. Naja, Na gut, jetzt im Nachhinein, wenn ich gerade mal so nachdenke, wäre das Power-Up nicht nötig gewesen. Gut, dass ich mal ab und zu nachdenke. Weil hier oben kriegen wir gleich ein nächstes Power-Up. Hier oben bekommen wir nämlich die Möhre. Hätten uns eigentlich das letzte Power-Up sparen können. Okay, sage ich jetzt einfach mal, das letzte Power-Up haben wir uns geholt. Um zu zeigen, dass es da ein Power-Up gibt. Nicht, weil es uns was gebracht hätte. Schnell mal irgendwie die Situation retten. Irgendwie klappt doch schon. Ah, dieser Typ, der. Diese Ameise, die Dreck nach uns wirft, oder keine Ahnung, was ist das? Ein Misthaufen? Obwohl, nee, das sind andere Käfer. Nicht Ameisen, die das machen. Hier kriegen wir nochmal eine Möhre als Update. Als Upgrade. Nicht als Update. Als Power-Up. Mann! Nun weiter geht. Nein! Na gut, wir brauchen das. Auch nur noch bedingt. Weil wir hier jetzt auch zum nächsten Power-Up wechseln müssen. Weil, wie man da unten sieht, sind da Blöcke, die man nur mit der Feuerblume erledigen kann. Deshalb. Wow! Lassen wir es fast noch treffen von dieser Kugel. Na gut, hier unten bekommen wir nämlich auch noch ein kleines Versteck. Hier bekommen wir 1, 2, 3 Leben. Nicht schlecht. Leben werden immer gebraucht. Es kommen schwierige Stages, wie ich schon einmal erwähnt habe, die uns das wirklich dann schwer machen werden. So, und wir, es gibt auch in dieser Stage einen Geheimausgang. Den wir uns. Boah, ich dachte, ich werde jetzt in die Lava oder was immer das ist, da reinfallen. Na gut. Den wir uns als erstes anschauen werden, weil wir jetzt auch schon die Feuerblume haben. Ja. So eine ganz kurze Pause, so eine ganz kurze Verschnaufpause. Naja. Ich hätte jetzt gerne ein Kissen, denn ich jetzt ganz. Oh. Gut. Oh Mann, fängt ja gut an. Wir haben nicht mal den, wir haben den Geheimausgang nicht gefunden und dann auch noch den normalen Ausgang versaut. Okay, das wird jetzt gerade ein bisschen peinlich. Gut, ich bin gerade auch aufgewacht. Hab kurz ein bisschen gepennt. Ob es daran liegt, glaube ich eigentlich. Dachte ich eigentlich nicht. Und vielleicht müssen meine Reflexe auch erstmal wieder richtig da sein. Und ich muss mal ein bisschen wieder nachdenken. Boah, war das peinlich. So, wir holen uns nochmal das Power-Up. Nämlich das ist wichtig. Weil sonst können wir den Geheimausgang nicht finden. Nicht betreten. So, hier zum Beispiel habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Würde ich jetzt nochmal in diese, in dieses, diesen geheimen Gang da reingehen wollen, könnte ich jetzt nicht mal da rein. Wenn ich klein bin, ja, aber das würde mir nichts bringen, weil ich unten ja noch die Blöcke kaputt machen müsste. Das ist nicht euer Ernst. Okay. So. Nochmal tief durchatmen.
Und probieren wir es nochmal. Jetzt aber volle Konzentration. Oh Mann. Davor die Level sind so einfach gewesen. Da bin ich so schnell durchgegangen gekommen. Und jetzt kassiert so ein Schmarrn. Das ist wirklich schon peinlich, wenn man sich. Naja. Gut. Ich werde später dann mir ein Kissen besorgen, in dem ich dann die ganze Zeit reinfluchen kann. Und mich mal richtig ausschreien. Na gut. Das war jetzt auch ein sehr blöder Spruch, aber. So schlecht. Na gut. Nochmal, erstmal diesen Gegner da besiegen, damit er uns nicht wieder abknallt, bevor wir hier den Geheimausgang richtig gefunden haben. Wir springen und. Nochmal. Jetzt geh noch da rein, Mario. Super. Und hier haben wir unseren Geheimausgang. Nach überzogenen 4 Minuten, keine Ahnung, 6 Minuten. Naja, machen wir erstmal den Geheimausgang. Ein Scrolling-Level. Und, Moment. Ah, meine Nase juckt. Das Power-Up müssen wir uns nicht holen. Das war knapp. Das war schon fast wieder dumm von mir. So, weiter geht's. Hier geht's um Schnelligkeit in diesem Level. Was man hier dann sehen kann. Nicht mit dem Drehsprung muss man die erst erledigen. Und das sehr schnell nacheinander, um die Münzen hier alle zu bekommen. Und man muss sich schnell wieder raus. Nämlich wie in jedem Scrolling-Level kann man zwischen der Plattform und dem Anfang oder Ende der Wand sterben. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nochmal schnell ein Leben geholt. Nochmal schnell die Lage gerettet. Gut. Das ist ja mal erfreulich, das Level ohne Tod zu schaffen. Deshalb ist eigentlich gar nicht so schwer. Und man hat jetzt auch nicht bis zum Boss-Level 2 andere Level übersprungen. Was das Durchspielen, wenn man nicht jedes Level spielen würde, sehr einfach. Sehr vereinfacht. Eher einfach. Na gut. Boah. Ne, ich laufe rum lang. So, vorspulen. Jetzt reicht es jetzt. Also. Gut, dass ich genug Leben habe. 25 Leben. Das dürfte da nicht reichen, um hier zu überleben. Ich mach's aber auch. Ich mach mir das Leben aber auch schwer dadurch. Gut. Ich wollte in dem Video nicht den nächsten Boss schon fertig machen. Könnte knapp werden. Weil die Level sind wirklich nicht so schwer. Wenn man sich nicht so dumm anstellt. Und weiter geht's, und weiter geht's. Wie über fliegen die Gegner. Zwischenspeicherglocke. Holen uns hier die Münze, um uns da hinten nicht das Power-Up für weitere Hasenohren. Den Geheimausgang übergehen wir. Unten wäre nochmal das Secret gewesen. Brauchen wir hier nicht mehr. Und weiter geht's. Glücksspiel mache ich jetzt auf. Das Bonusspiel mache ich jetzt auf jeden Fall. Weil ich jetzt viele Leben verloren habe und die mir gerne wiederhole. Was mir auch diesmal mal gelungen ist. 3 Leben. Super. So habe ich ja schon fast wieder wettgemacht. Weiter geht's. Wieder rein.
Ich weiß nicht, was sinnvoll ist. So, ich glaube, hier können wir. Nee, können wir nicht rein. Wäre ja blöd, wenn ich mich hier richtig dämlich anstellen würde und schon wieder mein Power-Up verloren hätte. Ja, wäre total blöd, wenn ich das machen würde. Oh Mann, gut, dass wir da schon wieder ein Power-Up bekommen. Gut, dass wir da ein Power-Up bekommen. Mann! Uah, Fisch! Ich hasse es, in diesem. Bei Mario hier zu schwimmen. Ich kann es einfach nicht, ich weiß auch nicht. So, lass die Blume nochmal rauskommen. 1, 2, 3, 4, 5. Man hätte den Stern jetzt, glaube ich, noch hiermit erweitern können. Dann hätte man den Stern länger gehabt und hätte noch die unteren Monster erledigen können. Die unteren Gegner. Aber da ich ein zu. Naja, das Power-Up habe, wo man keinen Drehsprung machen kann, kann ich diese Strategie auch schon wieder vergessen. Gehen wir weiter. Hier gibt es ein Secret. Und ein. Ach, das ist doch. Und ein Fisch. Ich schreck mir ein bisschen über meine Dummheit hier auf. Naja. Und wir kriegen Münzen. Und wenn wir richtig landen, haben wir hier noch die Glocke. Wir haben nichts wirklich Spannendes übersprungen. Deshalb, ja. Bin ich auch sofort ins Ziel reingegangen. Nächstes Power-Up bekommen. So, ins nächste Level. Ich mach kurz hier einen Schnitt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.